Washington und London haben Torgau die höchste Priorität gegeben. Aber da gibt es ein kleines Problem. Welches? Keine direkten Konflikte mit den Russen. Wir sind immer noch Alliierte, zumindest auf dem Papier. Was haben die Russen vor? Die erste ukrainische Front nähert sich Torgau aus dem Osten. Wir müssen vor ihnen da sein. Wir sollten die Truppengröße unseres Gegners nicht unterschätzen. Der Rest des 20. Korps hat sein Hauptquartier in Torgau. Aber wie kommen wir am schnellsten dahin? Es gibt drei Wege. Das ist allein Ihre Entscheidung, Joe. Aber wir müssen das Hauptquartier vor den Russen erobern. Ah, noch eine Sache. Die Luftwaffe sammelt die verbliebenen Geschwader, um Torgau zu verteidigen. Auch das von Hans Rudel. Da sind wir also. Torgau und die Elbe. Die Frontlinie. Joe, wir haben nur noch ein Regiment Fallschirmjäger, um das Missionsziel zu erfüllen und das deutsche Hauptquartier einzunehmen. Sir, die M19 Panzerartillerie wartet auf Befehle. Die Luftaufklärung für diesen Sektor wartet auf Befehle, Sir. General, die Calliope-Einheit wartet auf Befehle. Wir brauchen einen Infanterieposten im Rücken, um Überraschungen zu vermeiden. Die Jackson-Panzerjäger sind eingetroffen, Sir. Es wird Zeit für das Rendezvous mit unseren russischen Verbündeten. Sir, Sie kommen mit Pumas. Was können wir von denen erwarten, Sir? Achtung, dieses Aufklärungsfahrzeug ist sogar für Panzer gefährlich. Da Prometheus von Beginn an für Sie gearbeitet hat, alles. Feuer frei auf angeordnetes Ziel. Move your ass and load those rockets. Die Einheit steckt in einem Hinterhalt. Meldung, Einheit steht unter Anhalt der Beschuss. Jagdbombe im Anflug. Verdammt, das sind Rudels Draufgänger. Berichte über schwere Verluste. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Keine unserer Einheiten ist vernichtet. Ein neues Aufklärungsflugzeug startet. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Wenn wir die Luftabwehr im Gebiet Melpitz ausschalten, können wir Luftunterstützung anfordern. Ich muss Ihnen danken, dass Sie Angie Summers aus Kolditz gerettet haben, Joe. Ihr Einsatz und die Informationen über die deutsche Waffenforschung waren unschätzbar wertvoll. Es gibt noch eine Möglichkeit. Die psychologische Kriegsführung kennt einige Techniken, um ihre Moral zu schwächen. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, psychologische Kriegsführung in diesem Sektor wird aktiviert. Auf neue Position. Gut. Jetzt neigen Sie zur Flucht, wenn es richtig brenzlig wird. Die ausgewiesene Position einnehmen. The enemy is trapped. Now finish him. Feuer frei auf alle. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Die Einheit wurde vernichtet. We're getting the hell out of here. Maximum speed. Target neutralized.
Ausgezeichnet. Sie ziehen sich zurück und überlassen uns die Lufthoheit. General, feindliche Einheiten planen einen Hinterhalt im Wald. Aber die 8. Flotte kümmert sich darum. Feindliche Einheit vernichtet. Neue List ist jetzt verfügbar. Neuer Befehl, Ziel zerstören. Einheit meldet Feindkontakt. Die Sowjets kommen näher. Beeilung, General. Wenn die 7. Abteilung das deutsche Forschungszentrum bereits geplündert hat, stecken wir in der Klemme. Ende. Einheit meldet Feindkontakt.
zerstören. Countdown on that. Big fire in range. Business looks good, boys. Im Eiltempo zum Sturz. General, der Feind hat Sprengfallen in den Gebäuden platziert. In diesem Gebiet können wir nichts einnehmen. Ein neues Aufklärungsflugzeug startet. Gar nicht dumm. Aber mit dem eigenen Hauptquartier können Sie das nicht machen. General, die Sowjets werden gleich die Stadt erobern. Fantastisch, wir haben Torgau erobert. Angie, ich meine, Miss Summers und ich suchen jetzt das Forschungszentrum. Glückwunsch, Sir. Durch unsere Zusammenarbeit mit den Russen werden die Deutschen in ein paar Tagen aufgeben. Sofern Prometheus-Aktivitäten nicht einen neuen Krieg provozieren, Kowalski.